der einen Seite mag ich das Geräusch, auf der anderen Seite finde ich es total unheimlich. Das hatte meine Oma auch, die hatte so ein Gartenhaus aus Holz. Dann hast du ja als Kind immer bei Oma übernachtet, auch im Garten. Manchmal so geknarzt in der Nacht, ich habe mir gedacht, es kommt jemand rein. Nichts. Wir schon gelesen, da oben waren wir auch schon. Überleg gerade, ob wir nochmal in das alte, also nicht in das alte, in das andere Haus gehen. Oder müssen wir wieder zurück? Bin verwirrt. Dadurch, dass ich halt auch eher unzufrieden mit mir selbst bin, ist das auch alles nicht so leicht für mich. Aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal sehen, wie es weitergeht. Ja, musst du auch. Also ich meine, ne, man kann einen Menschen so gern haben, was auch immer. Wenn die Nähe nicht gut tut, dann tut mir leid, dann ist es manchmal besser, wenn sich die Wege trennen. Boah, das hört sich total hart an, wie ich das sage, aber ich kann es nicht anders sagen. Ne? Ich kann es einfach nicht anders sagen. Wenn dir das auf Dauer nicht gut tut, dann muss man leider überlegen. Also ich habe bei meiner Oma im Haus geschlafen, aber nicht im Garten. Ja, im Gartenhaus halt. Das war echt schön da. Die hatten, also, ne, so normal, klar, so eine normale Wohnung bei Oma hat auch. Und dann hatten die aber auch noch einen eigenen Garten und da stand halt ein Gartenhaus mit, da war alles drin, ne? Küche, Bett, Esstisch. Wie so ein kleines Wohnzimmer. Übernachten. Schön, da, also meine Oma, mein Opa, die haben da im Sommer ge sozusagen gelebt. Ist auch nichts, ne? Überleg gerade, wo wir hingehen. Weil man Schluss gemacht hat. Erst fragt dich, ob das gut gehen wird. Ich möchte halt auch nicht, dass Diana dann noch mehr verletzt wird. Ich hatte auch keine Lust drauf. Ja, nur wir sowas. Jetzt hier irgendwas? Warte, mal hier runter. Da waren wir. Eckart, ob sich irgendwas geändert hat, müssen jetzt auf die andere Seite vielleicht und dann in den Wald? Stimmt, wir hatten noch den einen Weg im Wald, den wir hochgehen konnten. Ich glaube, da könnten wir jetzt lang. War doch hier, oder? Oder irre ich mich gerade? Und es war da? Es gab eine Stelle, da konntest du in den. Warte mal, es tut mir leid, ich muss da noch mal ganz kurz gucken, ob das die Stelle war. Weil wir halt. Warte mal, warte mal. War das diese Stelle hier? Boah, ich bin gerade echt, ne? Warte mal. Ich muss hier kurz lang rennen. Mir und meiner Schwester mal Ausflüge gemacht. Ja, das stimmt allerdings. Hier, ne? Hier müssen wir lang. Nee, da war die Kirche. Das Gefühl, ich laufe gerade. Aber die Musik kommt. Vielleicht machen wir was richtig. Nur unsicher. Genau, hier war die Kirche. Über den Weg kann man hier lang?
Aber wart ihr so beschäftigt, dass ihr keine Zeit für euch alleine hattet? Jana? Natürlich dann auch anstrengend. Nee, hier waren wir, ne? Kommen wir auch nicht weiter? Wir gehen mal hier lang. Gucken, wo der Weg hinführt. Bei Zimmer und Wohnung, wir haben quasi aufeinander gehockt. Weil ich sagen muss, zwei Zimmerwohnungen zu zweit finde ich nicht schlimm. Geht. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet. Headed for some bright blade of memory they'll never reach. Weiß ich nicht. 2 Jahre mit dem zusammen. Blöd gesagt. 2 Jahre mit dem zusammen. 3 Jahre, 4, 5, keine Ahnung. Dann sage ich mir auch so, hey, ich brauche jetzt mal ein bisschen Freiraum. Aber doch nicht am Anfang. Oder du streamst. Ja, oder so. Ja, also. Nee, sehe ich da ein bisschen anders. Und irgendwann merkst du ja dann, also, ne, wenn du gerade mal eine Woche oder so, was machst du denn dann im Urlaub? Wenn du im Urlaub mit demjenigen bist, hockst du auch die ganze Zeit aufeinander. Und kannst nicht weg. Wenn er den ganzen Tag vom Fußball redet, oder so. Nein, aber, ne, also, ihr wisst, wie ich das meine, denke ich. Also, im Urlaub, da bist du vielleicht 2 Wochen aufeinander. Ja, was machst du denn dann? Es gibt gewisse Dinge bei mir, die Zeit alleine brauchen. Eine Woche lang Schmerzen ist halt nicht so nice. Was für Schmerzen? Was? Mir die Zeit alleine. Aber dann muss man sich halt absprechen. Dann muss man sich abstimmen und dann muss der Partner auch dafür Verständnis haben. Finde ich. Und das hat ein guter Partner. Nee, musst du nicht. Musst nicht ins Detail gehen, um Gottes Willen. Aber ein richtiger Partner hat Verständnis, wenn jemand sagt, du, mir ist heute nicht gut oder was auch immer. Dann sagt er, okay, was kann ich für dich tun? Im besten Fall. Vielleicht bringt er dir noch ein Eis. Das wäre auch gut. Für irgendwelchen Süßkram. Hat er ja, aber ich will das nicht. Okay, dann geht mir gerade auch mein Rad aus. Okay. Wenn man immer und wieder, immer, was immer und immer wieder Verständnis zeigt, wird das irgendwann zur Gewohnheit und man nutzt das dann vielleicht als Freifahrt. Na ja, natürlich, da muss ein Ausgleich, da muss man einen Ausgleich finden. Muss sich ja die Waagschale halten. Wie richtig, jetzt laufen wir hier wieder zurück. Müssen wir denn hin?
Sollten wir jetzt noch mal ganz zum Anfang zurück? Das Haus, in dem Haus waren wir, in dem anderen Haus waren wir, da oben waren wir. Belege, was... Ja, ist bekannt. Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Okay, ich würde jetzt, glaube ich, hier nochmal lang. Ich weiß auch nicht. Das Gefühl, ich laufe falsch. Das letzte Zimmer, wo die Lichter durchs Fenster geflogen sind. Letztes Zimmer, wo die Lichter durchs Fenster geflogen sind. Welche Lichter? Was? Lichter? Habe ich hier irgendwas? Oder habe ich Halluzination? Ist es nicht? Hier können wir die Räume switchen. Hier, das Rätsel müssen wir jetzt lösen, ne? Müssen wir jetzt die Räume irgendwie in die richtige, ins richtige Ding bringen? Warte mal. Wir müssen die Räume richtig ordnen, ne? Gemein. Ja, ist okay. Alles klar, verstanden. Wir müssen die Räume richtig zuordnen, ne? Um das hinzubekommen. Ja, Chat, jetzt seid ihr gefragt. Achtung. Geh mal hier raus. Nicht hier raus. Nein, ich kann nicht raus. Geh uns da mal nicht mit rein, das ist dein Rührkäse. Keine Ahnung. Woher weiß ich nur, ob es richtig ist? Immer. War falsch. War falsch. 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 Wir müssen uns die Räume jetzt angucken von dem Haus da. Boah, das wird jetzt eine schöne Aufgabe. Eine Verzweiflungsaufgabe vielleicht. Schauen wir mal. So. Also. Pass auf. Wir kommen rein.
Und haben in dieser Türe die Treppe. Eingang, was ist das? Eingang links, rechts. Eingang rechts ist keine Treppe. Ich hoffe, ihr merkt euch das auch. Wehe, wenn nicht, dann gibt es Ärger. Für jeden von euch. Haben wir hier? Was ist das? Küche. Okay. Eingang links ist dann Küche. Okay, wir laufen hier mal durch. Da habe ich auch nichts. Esstisch halt. Dann halt hoch, ne? Zufälligerweise. Versuche mir gerade hier irgendwie zu notieren, welche Tür wohin führt. Also, ja. Okay, was haben wir da? Also ich habe jetzt hier aufgeschrieben, kleine Tür und kleine Treppe. Bei der. Können wir das. Bin mir unsicher, hatten wir dieses auch als Bild? Fertig, ne? Hatten wir, glaube ich, nicht als Bild, oder? Kleine Treppe. Was soll das hier sein von Raum? Tisch vielleicht? Warte. Kleine Treppe, Tisch, schreibe ich mal auf. Ich weiß nicht mehr, was da für Bilder waren. Tisch. Und vor der kleinen Treppe schreiben wir hier auf. Cool. Ich glaube, da hängen wir gleich eine Weile fest. So, dann gehen wir nach oben. Erster Stock. Erster Stock. Links. Schreibtisch. Hoffentlich kriegen wir das gleich zusammen. Schreibtisch. Oh, die Krakelschrift. Wir sollten mit den Grundvoraussetzungen anfangen. Wer von uns kann denn zuverlässig rechts und links voneinander unterscheiden? Ich schätze, oben und unten bekommen wir hin, ja, oder? Denk dran, keine Pause bis Ende und so. Hey, das ist doch links. Eifi, Mann, hör auf damit. Ich habe ein Rechts-Links-Problem. Warte. Und jetzt hier. Hier kommen wir dann auch durch, ne? Lauf mal die Runde, ne? Oh Gott. Ich habe wirklich ein Rechts-Links-Problem. Scheiße. Warte mal, war das auch? Siehst du, so fängt es an. Ja, oder? Okay, wir bleiben hier. Dann kommt hier die Kommode. Ey, das wird eine Katastrophe gleich. Weiß auch gar nicht, ob die Räume auch da drin sind. Oder? Laufen wir hier unsere Runde und sind wieder im Flur. Dann haben wir. Erster Stock rechts. Da haben wir den Flur. Hab mich aber bei The Long Dark festgebissen. Oh, das habe ich auch mal gesehen. Das sieht auch gut aus, ich sagen. Das war das, glaube ich, auch. Da bist du, bist du in so einer Schneelandschaft, ne? Und musst, glaube ich, überleben. So und so viele Tage. Ist es das?
Wo du dann auch Vorräte suchst und wo da so ein kleiner Wolf rumläuft und so. Ja, genau, das habe ich mal gesehen. Also für mich selber zum Spielen wäre es nix. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus zum Zuschauen. Okay. Im Flur sind wir dann. Im Flur. Ja, naja. Halt so ein Wolf. So ein schwarzer Wolf. Weiß ich noch, da ist halt so ein schwarzer Wolf, der ist sich. Vielleicht ist er nicht klein, aber er ist da. Sind einige, ja. Mal bei Gronkh habe ich das gesehen. Okay, Flur. Ey, meine Notizen, ich glaube, ich kann mir die dann auch nicht mehr. Also, ich glaube, ich kann die dann nicht mehr zuordnen. Flur, dann Kommode, Lampe, Bild. Und ein Bär. Stimmt. Das ist am Ende vom Flur. Ich hoffe, das kann ich mir merken. Gibt noch 5 Kapitel. Wirklich? Ich weiß es nicht. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu gucken. Dann gehen wir hoch und dann sind wir auf dem Dachboden. Dachboden. Ganz oben. Also, okay. Und wenn wir hier reingucken. Okay. Klar, und wenn wir hier rausgucken. Aha. Wird jetzt gleich eine Katastrophe. Habt ihr euch alles gemerkt, Chat? Wehe, wenn nicht. Ich sag's euch. Ich habe es. Lässt auf sich warten. Ach so. Ach, die arbeiten daran. Ah, okay. So, Leute. Los. Warte mal, war das die? Ich muss noch mal gucken. Es tut mir sehr leid. Es war die einzige, ne? Oben ging, gab es nichts Blaues, ne? Das ist richtig. Hier war die Küche. Es müsste das gewesen, warte mal. Das gewesen sein. Okay. Rechts war der Flur. Das. Und hier war. Das war das im Flur. Wartet kurz. Das ist es nicht. Das müsste es sein. Gehen wir nach oben. Hallo. Oh Gott, was war denn da? Ach, dieses komische. Das da, ne? Jetzt müsste alles richtig sein. Habe ich euer Einverständnis?
Okay. War das mit dem Lester? Shit, was war denn hier? Da habe ich noch gesagt, das merke ich mir. Scheiße. Bin nicht gemerkt. Chat, ich hab's mir nicht gemerkt. Vielleicht das? Geh mal hier rein. Okay, das stimmt. Okay, das hat auch gestimmt. Okay, jetzt gehen wir hier rein. Voll. Stimmt nicht. Okay, wartet. Hier ist es dann. Kommode, kleiner Tisch, habe ich mir aufgeschrieben. Müsste das doch das sein, ne? Wartet, ich gucke noch auf der anderen Seite, ob das so stimmt. Müsste ja. Theoretisch müsste man es ja sehen können, ne? Müsste das. Das stimmt auch. Jetzt noch unten. Dann machen wir als erstes das hier, weil das stimmt. Okay. Und das da. Da haben wir. Ach du Schande, warte. Kleine Treppe, da habe ich mir aufgeschrieben Tisch. Könnte der sein? Und das der letzte, ne? Da habe ich mir aufgeschrieben. Stuhl. Müsste dann das sein. Applaus für mich. Entschuldigung. Okay. Okay. Hey, Rio. Oh, voll schön. Lesen. Einst lebte ein Zauberer in einem alten Haus und bereitete Tränke zu, mit denen er in die Zukunft sehen konnte. Die Leute aus dem Dorf kamen zum Haus des Zauberers und verlangten von ihm, seine Tränke mit ihnen zu teilen. Wir möchten auch in die Zukunft sehen, sagten sie ihm, aber der Zauberer sagte nein. Die Leute auf dem Dorf wurden wütend und verbrannten das Haus des Zauberers. Doch der Zauberer wusste, dass das geschehen würde. Er hatte seinen Trankraum bereits mit einem Zauber belegt. Das Haus brannte, der Raum aber nicht. Die Leute aus dem Dorf warteten. Der Zauberer kam nie. Why are you standing there? You spying? No. No, huh? What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out.